Kann eine KI deine Cold Calls machen? Und wenn ja, wird es dann auch wirklich gut? Mein Name ist René Choppe und in dem heutigen Video werde ich dir zeigen, was heutzutage mit KI schon alles möglich ist. Denn du hörst es schon, man kann eine KI für dich telefonieren lassen. Und die Idee ist natürlich absurd, denn eine KI, die für dich telefoniert, kann das Ganze komplett unlimitiert. Das bedeutet, es wäre rein technisch problemlos möglich, pro Tag 1000 oder mehr Cold Calls zu machen, und zwar zur gleichen Zeit. Das heißt, hier ist ein Riesenpotenzial und natürlich wollen wir der ganzen Sache auf den Grund gehen und heute die Frage stellen, wie gut sind eigentlich KI-Calls? Kann man sie noch vom Menschen unterscheiden oder hört sich das Ganze noch an wie ein Roboter? Und um genau das rauszukriegen, möchte ich dir einmal jetzt eine Demo zeigen, wie eine KI ein Cold Call bei mir macht. Und ich werde natürlich auch ein paar Einwände haben und Fragen stellen und du kannst auch mal ganz genau zuhören, was sagt die KI, wie geht die darauf ein? Und achte vor allem darauf, wie die KI die Dinge, die ich am Anfang gesagt habe, am Ende auch wieder benutzt. Starten wir einmal durch. So, wir haben hier den Anruf von der KI. Schönen guten Tag, René Choppe hier. Hallo René, ich bin Tobias von der Sie darf ich mich kurz vorstellen? Ja, um was geht's denn? Super, danke. Also ich helfe Unternehmen dabei, YouTube für ihre Kundengewinnung zu nutzen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel Potenzial YouTube für dein Geschäft haben könnte? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ist das für mich jetzt auch nicht wirklich interessant. Ah, verstehe. Was genau macht es für dich uninteressant? Vielleicht kann ich dir ein paar Infos geben, die dir helfen könnten, das Potenzial zu erkennen. Na, ich habe noch gar keinen YouTube-Kanal. Das ist kein Problem. Viele unserer Kunden haben ohne einen Kanal angefangen. Ich meine, wir helfen dir dabei, einen aufzubauen und ihn richtig zu nutzen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was für Inhalte du teilen könntest? Nee, ich glaube, bei YouTube sind doch eh nur Kids unterwegs und machen Katzenvideos, oder? Haha, das stimmt. Katzenvideos sind ein Hit. Aber YouTube ist viel mehr als das. Es gibt riesige Zielgruppen für alle möglichen Themen, von Business über Fitness bis hin zu DIY. Tatsächlich nutzen viele Unternehmen YouTube, um ihre Expertise zu zeigen und neue Kunden zu gewinnen. Hast du vielleicht ein bestimmtes Thema oder eine Branche, die dich interessiert? Naja, die Frage ist, also wie viel Kunden kann man denn über YouTube gewinnen? Also funktioniert das auch für uns? Wir sind eine Agentur für Marketingautomatisierung. Absolut. Marketingautomatisierung ist ein heißes Thema und viele Unternehmen suchen nach Lösungen. Mit YouTube kannst du wertvolle Inhalte erstellen, die potenzielle Kunden anziehen. Zum Beispiel Tutorials, Fallstudien oder Webinare. Einige unserer Kunden haben durch YouTube ihre Reichweite verdoppelt und neue Kunden gewonnen. Ich meine, das ist eine großartige Möglichkeit, sich als Experte zu positionieren. Denkst du, das könnte für eure Agentur interessant sein? Ja, was kostet sowas? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Umfang der Unterstützung, die du benötigst. Und wir bieten verschiedene Pakete an, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Aber bevor wir über Preise sprechen, wäre es vielleicht sinnvoll, einen kurzen Termin zu vereinbaren, um deine spezifischen Ziele und Anforderungen zu besprechen. Wie klingt das für dich? Ja, wie lange dauert dieser erste Termin? Der erste Termin dauert in der Regel etwa 30 Minuten. Das gibt uns genug Zeit, um deine Ziele zu besprechen und zu schauen, wie wir dir am besten helfen können. Wann würde es dir passen? Naja, was hältst du von morgen 14 Uhr? Einen Moment. Perfekt, René. Ich habe den Termin für morgen um 14 Uhr für dich gebucht. Ich freue mich darauf, mit dir zu sprechen und mehr über eure Agentur zu erfahren. Wenn du vorher noch Fragen hast, lass es mich wissen. Bis morgen. Alles klar, bis morgen, ciao. So, ich bin mir sicher, das hat dich jetzt schon mal ordentlich beeindruckt. Du siehst also, nein, KI kann jetzt, heute noch nicht alles. Also du hast es vielleicht gemerkt bei dem Haha oder bei anderen Dingen, dass es noch nicht so ganz perfekt war. Die Stimme klingt schon richtig gut, sehr fluide, du hast eine gute Tonalität, aber die Pausen zwischen der Eingabe und der Ausgabe sind noch recht lang. Aber die Frage ist, wie lange wird das noch so bleiben? Und ich kann dir jetzt schon sagen, nicht lange. Denn in den letzten Jahren ist jedes Jahr um
diese ganze Rechenkapazität, die wir haben im Internet und bei jedem PC, bei jedem Smartphone um durchschnittlich 25% gestiegen. Und Experten sind der Meinung, dass wir in etwa einem halben Jahr maximal keinen Unterschied mehr hören zwischen einer KI, die telefoniert, und einem Menschen, der telefoniert. Und ich kann dir auch jetzt schon sagen, im Englischen haben wir diesen Stand jetzt schon. Es ist also eine Frage von ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monaten, bis du keinen Unterschied mehr hörst und vielleicht gar nicht weißt, war das letzte Gespräch mit einer KI oder mit einem Menschen. Umso interessanter sind doch die geschäftlichen Möglichkeiten, die daraus entstehen. Stell dir vor, du könntest vielleicht nicht nur Cold Calls machen, sondern auch ganz normal deinen Telefonbetrieb im Unternehmen. Du könntest Termine vereinbaren lassen. Jemand kann für dich ans Telefon gehen, während du gerade im Meeting bist. Oder, um es auf unsere Art zu machen, wenn du deine Bestandskunden vernünftig nacharbeiten willst, einfach herausfinden willst, wer aus deinem Bestand ist jetzt eigentlich wieder kaufinteressiert, das ist ein perfektes Anwendungsbeispiel für KI. Wenn du wissen willst, was kostet eigentlich KI-Telefonie in meinem Unternehmen, wie können wir das implementieren, welche Strategien lohnen sich auch jetzt schon, dann geh einfach auf autima.de, stell eine Anfrage und wir können dich zu diesem Thema umfassend beraten und für dich auch dementsprechend die Umsetzung und Implementierung machen. Effizienz und Effektivität, das ist mein Ziel. Automatisierung.